Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und wir sind hier gar nicht mal in Hundsgrab, sondern natürlich immer noch im Heerlager. Ach, was war das schön, wo wir alle zusammen gegen den schwarzen Drachen gekämpft haben. Wisst ihr das noch? Hier die ganzen Zelte von den einzelnen Leuten. Ritter Lukas. Ja, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt alle da waren, aber Zelte wollten sie auf jeden Fall alle haben. Cool, total schön. Ja, langes her. Hier ist das Ausrüstungszelt noch. Hier sind noch die Schwerter. Ja, alles noch da. Und vielleicht ist es irgendwann wieder nötig. Sanitärzelt. Das ist auch nicht schlecht. Kommt sogar Wasser raus. Ah, einmal waschen am frühen Morgen. Sehr gut. Ist eigentlich ganz ordentlich hier, ne? Ganz ordentlich eingerichtet. Hier sind die Abort. Die Toiletten. Und hier haben wir gefeiert. Wisst ihr noch? Hier mit Bier. Ordentlich. Dreipilz Zwergenbräu Premium. Ja, Dreipilz Zwergenbräu Premium. Genau. Langes her, Freunde. Was gegen die Wand gerannt. Langes her, aber wer weiß. Vielleicht wird es bald wieder mal so kommen, dass wir gegen einen Drachen kämpfen müssen. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall gewappnet. Ach, guck mal hier. Da können wir doch eigentlich den hier machen, oder? Die gleich hier lassen, die brauchen wir jetzt ja nicht. Hier steht noch ein Bett rum. Ich habe eins dabei. Naja, aber ja, hier, das ist schon nicht schlecht. Das lassen wir mal hier stehen. Falls man hier ankommt, kann man schnell so für Blitzschläfer, ne? Wer bist du? Ein Pferd, ein gesatteltes? Das ist bestimmt meins, oder? Tada! Oh ja, ein schnelles Pferd. Hopsa! Dann komm mal mit. Alter Schwede, geht das ab. Hui. Bist du Sturmwind oder was? Das gibt's doch gar nicht. Boah. Heieieiei. Ein sehr schnelles Pferd auf jeden Fall. Und, ja, Sprungkraft ist nicht so enorm, aber es geht ab wie Schmidts Katze. Wie die wilde Luzi sozusagen. Wahrscheinlich nennen wir es auch die wilde Luzi. und das ist ein Ei. Und was zum Teufel soll ich mit diesem Ei? Zack. Schnelleinsammlung. Und ja, da kommen wir ganz zügig mit nach uns. Oh. Ja, mit Stufen hat es ein bisschen Probleme anscheinend. Nicht hier runterfallen, ne? Alter Schwede. Die abgeht die wilde Luzi. Okay, du heißt wilde Luzi. Da müssen wir dir noch ein Namensschild geben. Wilde Luzi. Yeah. Ich hoffe, wir haben noch Namensschilder irgendwo da. Dann bringen wir dich nämlich auf den Eichinger Hof und dann kriegst du das Namensschild. Die wilde Luzi. Mein neues Pferd. Wie schön. Gar nicht so schlecht. Autsch. Absitzen. Hier stehen bleiben. Ich muss mal gucken, ob ich noch Namensschilder habe. Ich weiß es nicht genau. Oh. Was ist denn hier passiert? Da hat doch einer... Ist da, hat da einer ein Pferd getötet? Das gibt's doch gar nicht. Die wilde Luzi, ja. Aber ich glaube, wir haben hier keine Namensschilder. Nee. Es könnte sein. Da muss ich dich mit nach Hundsgrab reinnehmen. Warte, ich nehme ein Seil mit. Das Essen darf ich auch nicht vergessen. Ich habe auch heute ganz andere Sachen vor. So, gegessen haben wir. Ich nehme mal ein Seil mit. Zack, zwei Eier. Was zum Teufel und in aller Welt soll ich denn mit zwei Eiern? Ne? Luzi? Komm her. Ich führe dich mal raus hier. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man stößt man sich hier ganz gerne an den, ja. Ja, abmachen. Zack. Einsammeln. Und aufsitzen. Alter Schwede. Die wilde Luzi. Die geht echt ab. Wir reiten mal außen rum. Schon wieder ein Ei. Was soll ich denn damit? Verdammt nochmal. Ah, ein bisschen Abkürzung nehmen hier. Ich glaube, wir sollten eher Pferderennen hier veranstalten als Schweinerennen. Denn Schweine sind immer noch... Das heißt, Schweine sollen jetzt ja schneller geworden sein. Sollen... war das in der 1.10 oder in der 1.9? Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Schweine sollen schneller und besser lenkbar geworden sein. Habe ich gelesen. Das fällt mir jetzt gerade erst so auf. Luzi, du kommst mal mit hierher. Stopp. Ich glaube nicht, dass ich dir durch das Tor da kriege, oder? Komm mal mit, Luzi. Komm mal mit. Hier rein. Ja, sei brav. Sei brav. Luzi. Hier rein. Sie wird nicht durch diese Türen durchgehen, ne?
Es war immer das alte Problem. Da, da, da. Ja, ich bin etwas abgelenkt gerade. Luzi, komm mal hier rein. Sie geht nicht durch die Tür, ne? Ja, geh mal, komm mal hier rein, Luzi. Sehr schön. Ich mach dich mal hier fest. Das Geräusch. Und was macht ihr? Ihr sollt nicht rausgehen. Ihr seid Rennschweine. Ja, alle beide. Geh mal wieder zurück. Geh mal wieder zurück. Haben wir hier noch Seile? Oh, wir haben ja ein Schild, ein Namensschild. Okay, das müssen wir am Amboss benennen und dann können wir Luzi den Namen geben. Nein, ich, das ist keine Spielverzögerung hier. Warte, Luzi, ich muss dir mal dein Seil wegnehmen. Nicht Lucifer, ne? So, zack. Seil wegnehmen. Schwein einfangen. Ja, dich hier zum Beispiel, ne? Einfangen, geh wieder rein. So, komm mal rein. Luzi dürfte jetzt ja eh nicht raus können. Das Schwein passt aber durch. Sehr gut. So, Seil abmachen. Gib das Seil her. Wo ist das andere Schwein? Alter Schwede, haben wir noch Angeln? Ja, Angeln haben wir da. Hurra, hurra. Dann packen wir mal die Sachen weg und nehmen uns mal hier 1, 2, 3, keine Ahnung, wie viele Angeln wir nehmen. 4 Angeln. Für alle, die nicht wissen, was ich jetzt hier mache. Das ist, wir haben ja eine Strecke gebaut, die Formel-Schwein-Strecke, auf der sollen Schweinerennen veranstaltet werden. Das ist aber bisher noch nicht dazu gekommen. Allerdings haben wir jetzt gehört, dass in der 1.9, in der wir uns jetzt ja gerade befinden, das Lenken und das Reiten auf Schwein etwas besser funktionieren soll. Und das wollen wir natürlich jetzt ausprobieren. Also natürlich, klar, ne? nicht, dass ich das eben total durch Zufall hier rausgefunden habe. Und ihr sollt wissen, dass das Schweinrennen immer noch nicht... Wo ist denn das Schwein? Die waren noch zwei. Hier waren noch zwei Schweine. Eins habe ich wieder reingesperrt, das andere Schwein hat sich anscheinend hier irgendwo verirrt. Wo ist denn das hin? Das gibt's doch gar nicht. Da bist du doch. Alles gut. Zack, aufsitzen. Jetzt kann man hier... Moment, ein Stück noch vor. Stopp. Den Hebel ziehen. Und dann geht's ab für eine Mark. Dann gehen hier die Tore auf. Ja. Du bist nicht so ein sehr schnelles Schwein, kann das sein? Es nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Wir wollen mal sehen. Ich hab Fütter nochmal. Auf jeden Fall fressen sie mir Angeln, kann das sein? Mann, bist du gefräßig. Jetzt geht's ab. Ja. Schnell ist anders. Los, hoch mit dir. Zack, hier sind die Zombies. Der Zombie-Spawner wurde ja wieder aktiviert. Beeil dich mal, Schwein. Jetzt hat es gefressen. Jetzt hat es die Angel gefressen. Die ist gleich leer. Okay, jetzt geht's auch vorwärts. Ich drücke so ein bisschen nach vorne. Friss. Es klappt nicht immer. Ich finde nicht, dass sie sehr schnell, viel schneller geworden sind. Findet ihr das? Ich kann das gerade nicht unbedingt behaupten. Ich würde eher sagen, die sind fast noch langsamer geworden als vorher. Wir gucken mal, auf was von der Endgeschwindigkeit wir kommen. Ja. ja. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Schweine sehr viel schneller geworden sind. Seht ihr das? Das ist noch langsamer als vorher, oder? Es bleibt aber stehen. Hier. Alter Schwede. Da müssen wir zwischendurch schlafen. Es wird dunkel. Also die Schweine sind langsamer geworden, nicht schneller. Oder gibt es jetzt irgendeinen Trick oder so? Wir steigen hier gleich mal kurz ab. Oder ist nur dieses Schwein so lang? Bist nur du so langsam? Oder was ist mit dir los? Brauchst du gar nicht den Kopf zu senken. Wir schlafen mal ganz schnell. Gute Nacht. Meine lieben tapferen Freunde nicht vergessen, ne? Ja. Ah, Schluck getrunken. Habt ihr gehört? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die Schweine sind sogar noch langsamer geworden als vorher. Oh, hier haben wir Sand. Das ist ja interessant.
Und, ja. Was haben wir da? Schwarze Wolle. Okay, das war jetzt aber nicht das Thema. Sondern, oh, jetzt geht's auf einmal ab, oder was? Warum geht's denn jetzt auf einmal ab? Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Jetzt wird's wieder langsam. Schweini, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist alles, was du drauf hast? La, la. Oh ja, ich sehe schon spannende Schweinerennen auf uns zukommen. Ja, Freunde, ich glaube, die Schweine sind eher langsamer geworden als schneller. Okay, jetzt geht's hier durch die Passage. Am Porte Oro vorbei. Ich guck mal nach oben einfach. Es bringt alles nichts. Wenn ich auf Springen drücke, bringt auch nichts. Dem Schwein was zu fressen gebe. Los, los. Das bringt auch nichts. Okay, jetzt können wir uns hier aussuchen, wo wir lang wollen. Ist aber eigentlich egal, oben lang oder unten lang. Es wird immer langsamer. Mal sehen, ob es jetzt auf dem Eis schneller wird. Lololololo. Aber es wird rutschig auf jeden Fall auf dem Eis. Hier sollen ja eigentlich Kakteen hin, ne? So, so, so. Auf dem Stroh. Ist auf dem Stroh eben schneller geworden? Mal sehen, ob es auf den Treppen schneller wird. Also das ist ja ganz, ganz übel. Eine ganz neue Bedingung hier bei der Formel Schweins, Freunde. Lololo. Ey, du wirst immer langsamer. Fressen tut's ja. Fressen tut's. Durch den Drachenhals. Ich glaube, das ist abhängig von den Belegen, auf denen es sich bewegt. Weil guck mal, hier auf Holz nimmt es richtig Tempo auf. Hier durch den Drachentanz. Hoch wird es sowieso langsamer. Ja, naja, aber wir müssen jetzt die Angel wechseln. Zack. Jetzt geht's runter. Auch nicht gerade, na, okay. Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen Tempo aufgenommen, aber es ist immer noch sau langsam. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wir fahren mal zurück in die Box. Das ist ja eine Neuerung. Ich lasse jetzt mal den Finger einfach von der Vorwärtstaste. Wird es jetzt noch langsamer? Jetzt hat es noch was gefressen, aber sehr schnell ist es wirklich nicht. Gerade hier auf der schwarzen Erde, die wir überall verlegt haben, ist es sehr, sehr langsam. Jetzt geht es auch noch ab durch den Seelensand. Da wird es extrem abgebremst. Ja, jetzt gibt's Gas, ne? Wo es weiß, es geht zurück in die Box. Okay. Oh, ach du Schande. Ach du Schande. Was? Eins. Erledigt. Ach du Schande, habt ihr das gesehen? Ich muss irgendwas essen, was trinken. Oh. Oh. Warum wartet denn hier ein Hexer auf mich? Schwein, hast du da was mit zu tun? Milch trinken oder so. Haben wir hier Kühe? Arrgh. Was essen? Ich hab Hunger. Das könnte entgiften. Ich krieg wieder Herzen zurück. Ich bin aber immer noch vergiftet. Wie lange hält denn das an? Schwäche. Ich habe immer noch den Trank der Schwäche für 45 Sekunden. Alter Schwede. Habt ihr das mitgekriegt? Los, rein da mit dir. Rein da mit dir. So war das nicht beabsichtigt. Ich wollte heute eigentlich was bauen und hier nicht nur rumdöniken machen. So, und jetzt machen wir nämlich das Namensschild, benennen wir jetzt noch. Weil jetzt haben wir die Folge eh verdaddelt. Dann können wir jetzt auch noch schnell ein Namensschild machen. Und in der nächsten Folge dann wieder was bauen. Naja, so ist das manchmal. Alter, die Hexe, wa? Komme ich da mit meinem Schwein um die Ecke? Kommt die Hexe angeritten. Wo war denn der Amboss? Ach, hier drüben in der Schmiede, ne? Wahrscheinlich. Hier ist der Amboss, genau. Oh, der ist auch schon ganz schön rostig. Oh, oh.
Heiße Haxe? Nein. Nicht heiße Haxe. Wilde Luzi. Wilde Luzi. Zack, kosten 2 Erfahrungspunkte. Und jetzt können wir die wilde Luzi noch benennen. Ab wie die wilde Luzi. Und die nehmen wir dann auch, glaube ich, gleich mit zum 3-Emland-Palast. Beziehungsweise da in die Nähe. Werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Haben wir hier noch Zäune? Nee. Die Angel lasse ich mal wieder hier. Die brauchen wir jetzt nicht. Die wilde Luzi nehmen wir jetzt mit. So. Achtung, nicht, dass ich jetzt das Schwein umbenenne. Das wäre ziemlich schlecht. Gut, dass ich das Schwert nicht aus der Hand gelegt habe. So kann es laufen, ne? Aber wo kommt die Hexe her? Was erlauben sich diese Hexe? Nein, bleibt da drinnen, verdammt nochmal. Ihr macht mich wahnsinnig. Nein. Alle beide, wieder rein da. Du bleibst hier draußen. Arg. Und ihr beide, wartet mal, ich habe eine Idee. Guck mal, was ich habe. Mohrrübe. Vielleicht müssen wir mal 2er-Teams machen. Einer mit der Mohrrübe in der Hand, der vorwegläuft. Und der andere, der hinterher fährt. Vielleicht geht das besser dann. Dass man schneller wird dann. So ein Pferd, wo einer mit der Mohrrübe drauf sitzt. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, nicht wahr, Luzi? So, jetzt zeige ich euch mal, wie das hier geht. Wenn man das mit dem Pferd reitet, die Strecke. Nein, wir reiten zurück nach dahin, wo wir hinwollen. Keine Döniken mehr. Genug Döniken für diese Folge. Fast die ganze Folge verdattelt. Arg. Luzi, ab geht die wilde Luzi. Allein hier das Tempo. Ich glaube, wir sollten ja doch eher mit Pferden reiten. Dann könnte das weitaus interessanter werden, das ganze Rennen. Da müssen wir mal einen Antrag stellen. Antrag stellen bei dem internationalen Rennsportverband. Und ab geht's. Yes. Das boxt sich durch, dass wir das mit Pferden machen. Wow. Und hier runter. Oh, alter Schwede. Und Luzi, du bist mein Pferd, glaube ich. Alter Schwede. So, und jetzt sind wir nämlich hier an der Kronhauptallee angelangt. Und an der Kronhauptallee, ich springe mal kurz ab, habe ich nämlich eine Idee. Eine Idee für die Kronhauptallee. Ich mache das Geräusch, wenn man das Seil festmacht. Hört sich etwas forzös an. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, forzös, dann könnt ihr mal im Duden nachschlagen. Ich bin gerade ein bisschen noch am Überlegen. Ich werde die Luzi da nicht vergessen, keine Angst. Ab geht die wilde Luzi. Ich will mir nur noch ein bisschen Baumaterial holen vorher. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wo wir das Ganze dann hinbauen. Denn wir haben jetzt ja den Rat der 3, ne? Wisst ihr ja? Pflanzen Nahrung? Nein. Oh, guck mal, da können wir die Mohrrübe mit reinpacken. Oh, ich höre einen kleinen Dorfbewohner. Wie cool. Gibt's hier kein Holz? Sag mal. Holz? Vielleicht hätte ich mal unter Holz gucken sollen. Ha. Zäune. Ich hätte auch noch Zäune dabei. Ja, Freunde, eine ziemlich verkorkste Folge. Aber wir sind mit auf dem Pferd geritten und wir haben Luzi noch nicht benannt. Das machen wir jetzt. Die wilde Luzi, die wilde Luzi. Ist unser neues Pferd. Aber erstmal sperren wir es ein. Ihr was benennen. Ist gerade schöne Klaviermusik, die kenne ich auch noch nicht so unbedingt. Ja, so Luzi, dich sperren wir mal hier ein. Kriegst erstmal ein sehr kleines Gehege. Und dafür, weil du so tapfer warst, kriegst du auch einen Namen. Wilde Luzi. Hier fehlen natürlich noch eine ganze Menge Gebäude. Und der Rat der 3 ist ja gerade erst gegründet worden. Und da würde ich sagen, machen wir hier ein Haus hin für den Rat der 3. Denn wenn die 3 mal hier sind, haben sie ja noch nicht mal ein Haus, wo sie, kleines Bäuerchen, schneide ich hinterher raus, wo sie hinterher wohnen können und so. Und da hatte ich mir gedacht, das bauen wir genau hier hin. Warum? Weil das gerade passt, würde ich mal sagen. Ich überlege mir mal, was für Baumaterialien wir da verwenden. Stell mir hier eine Baukiste her und in der nächsten Folge werden wir dann zusammen hier ein Haus für die 3 bauen, sozusagen. Dann haben sie nicht weit zur Arbeit, ne? Da hinten ist ja schon der Palast. Ich gucke mich auch nochmal um. Ich glaube, hier ist schon die optimale Stelle. Die Kronhauptallee ist eigentlich ideal.
dann lassen wir den Platz hier frei, hier zwischen, und bauen hier das Haus der 3. Also, liebe Leute, bis dahin sage ich, ich stelle mal mein... Ich hatte doch ein Bett. Wo ich das stehen lassen? Ach ja, ich weiß wo. In der Höhle, ne? Naja. Bis dahin sage ich, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft. Oh, was für ein schönes großes Zimmer. Und auf Wiedersehen.